Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wow Pokémon Schwert. Ich muss erstmal überlegen, ob das Schild oder Schwert ist, aber es ist Schwert tatsächlich. In der letzten Folge haben wir hier in dem Anfangsgebiet alles gemacht. Ich habe eben nochmal ganz kurz ein Micro gefangen. Ich wollte schon fast gekauft sagen, aber nein, ich habe so gefangen. Und die gute Miau oder die Coll meinte, sie mag... Jetzt weiß ich halt gar nicht, wie man da hinkommt. Ypsilon. Sie mag den Zaubertauscher gerne und deswegen wollte ich den einfach mal ausprobieren. Guck mal, da stand das sogar eben. Ja, da. Ich habe ein Micro gefangen. Ich habe übrigens auch mal mein Bild verändert zu so einem süßen Kind mit einem Pikachu-Anzug an. Das passt zu mir. Ja, und dieses komische Micro Level 3, das möchte ich jetzt einfach mal zaubertauschen. Weil, warum nicht? Pokémon, die Teile deines Teams sind, können nicht ausgetauscht werden. Ja, danke. Warte. Geht das trotzdem? Hat das Pokémon schlau gemacht? Kann man sein Pokémon hier einfach rausnehmen? Nein. Gott, ist das bescheuert. Okay. Dann gehen wir halt erst in den Laden und packen das Micro weg. Und dann tauschen wir es erst von mir aus. So, da hast du dein blödes Micro. Da gehen wir nochmal in den Zaubertausch. Und nehmen nochmal das Micro. Ja, bitte, ich möchte dieses Micro-Zauber tauschen. Suche läuft. Cool, kriegen wir jetzt ein random Pokémon zurück, oder was? Bestimmt auch wieder einfach ein Wolli oder ein Micro oder sowas. Wer sollte bitte ein besseres Pokémon tauschen? Na gut, wir lassen mal die Suche hier. Kann ich währenddessen irgendwas anderes machen? Tatsache. Ich habe eben nochmal nachgeguckt im Shop. Es gibt nämlich jetzt inzwischen Pokebälle, was ich sehr geil finde. Da werde ich mir natürlich auch ein paar mir erstmal schnippitzen hier. Zumindest 10, damit wir immer genug Pokebälle haben. Oh, ich habe sogar noch einen Bonus-Pokéball bekommen. Das ist ja sehr nett. Und zumindest von den ganzen Heilern auch mindestens 2 immer dabei haben. Und ich habe auch gesehen, ich habe 3 Beleber. Und ich werde das jetzt nämlich so machen. Ich habe ja in der letzten Folge gefragt, ob wir eine Nuzlocke-Challenge machen. Und ja, wir werden eine Nuzlocke-Challenge machen, aber sehr abgeschwächt. Also wir werden es so machen, dass Pokémon sterben. Ich darf aber alle Pokémon fangen, die ich will. Weil, ist halt so. Und das einzige Nuzlockige, was hier wirklich ist, die Pokémon können sterben. So. Heißt, aber die, das auch noch abgeschwächt. Also die sterben zwar, aber nur wenn am Ende von einem Pokémon-Kampf, ich versuche das jetzt so gut es geht zu erklären, wenn am Ende eines Pokémon-Kampfs das Pokémon tatsächlich auch tot ist. Das heißt, wenn ein Pokémon während des Kampfes außer Gefecht gesetzt wird, ich dann aber Beleber einsetze, ich wollte übrigens noch einen Corki fangen, dann ist es wieder am Leben. Aber während ich natürlich Beleber einsetze im Kampf, besteht natürlich die Gefahr, dass das Pokémon, das gerade ausgewählt ist, trotzdem zu sterben, weil das Pokémon, gegen das ich kämpfe, das greift ja trotzdem weiterhin an. Versteht ihr, was ich meine? Aber so kann ich dann zumindest Pokémon wechseln. Also eins stirbt, oder ich opfer eins, um das andere wieder zu beleben, und dann habe ich zumindest nochmal eine doppelte Chance, ein Pokémon zu retten. Ich hoffe, ich habe das gut erklärt. Wenn nicht, dann schreibt in die Kommentare, dann versuche ich es in der nächsten Folge das nochmal zu erklären. Auf jeden Fall, ich darf mein Pokémon wiederbeleben, aber alle Pokémon, die am Ende eines Kampfes tot sind, die bleiben auch tot. Also die müssen dann in die Box rein und die darf ich nie wieder verwenden. Ansonsten haben auch einige von euch mehr Namen gesagt, weil sie gerne Pokémon sein wollen. Von 2 Leuten habe ich sogar ein spezifisches Pokémon bekommen, was sie sein wollen werden, aber wir werden gucken, ob wir diese Pokémon finden. So, Voldi habe ich übrigens letztes Mal getötet, ich habe keine Ahnung warum. Ich bin voll auf den abgegangen, dass er so ein Herz am Po hat und so und fand den voll süß. Und dann habe ich ihn einfach getötet. Das war sehr merkwürdig für mich im Schnitt. Und da habe ich mir denn das mal einen Facepalm gegeben. So, aber jetzt haben wir es endlich, das Voldi. Ein Welpen-Pokémon. Oh. Beim Rennen erzeugt es Elektrizität in seinen Schwanzansatz. In der Gala-Region erfreut es sich bei Hirten großer Beliebtheit. Ach, deswegen ist es auch in diesem Gebiet hier. Elektro. Okay, ich wollte das Voldi eigentlich umbenennen. Aber es gab da leider keine japanische Tastatur. Das finde ich sehr merkwürdig, warum nicht? Muss ich jetzt extra in den Systemeinstellungen der Switch japanisch auswählen, damit ich auch im Spiel japanisch habe? Das wäre ja richtig dumm. Aber ich werde das nochmal ausprobieren und dann werde ich dieses Voldi noch umbenennen, nämlich zu Nikoru, weil die wollte irgendein süßes Pokémon sein und ich glaube, was Süßeres finde ich nicht. Und ein anderer Name, Miau, passt bei so einem Hund-Pokémon irgendwie auch nicht so gut. Da leuchtet was. Ein Beleber, nice. So, alles klar, ich habe das Spiel... Die Konsole jetzt mal auf Japanisch gestellt und ich hoffe, ich habe jetzt in-game auch eine japanische Tastatur. Und ich hoffe, da wird jetzt nicht irgendwas korrupt, weil dann, keine Ahnung, Deutsch und Japanisch in einem Spiel ist. Aber wir schauen einfach mal. Okay, soweit so gut. Hallo. Hä, du bist ja, nein, du bist ja trotzdem auf Deutsch. Warum? Hä, jetzt ist hier zumindest irgendwas anderes dazugekommen, aber was ist das denn? Ach, Symbole. Ja toll, Symbole sagt er jetzt auf Japanisch, aber es gibt hier kein Japanisch im Game drin. Warum denn nicht? Das ist doch richtig dumm. Klar akzeptiere ich das. Ich hoffe. Oh Gott.
Nö, wieso gibt es hier kein Japanisch? Das ist doch super doof jetzt. Okay, das ist ganz offensichtlich nicht funktioniert mit dem Japanischen. Ich habe alles ausprobiert. Ich habe die Sprache meiner Konsole auf Japanisch gestellt. Ich habe die Region auf Japanisch gestellt. Will alles nicht funktionieren. Deswegen, ja, mit Volley habe ich mir richtig krass Mühe gegeben. Deswegen nennen wir das jetzt trotzdem, wie Nicole das wollte, und zwar Nickel. Nickel passt zumindest ein bisschen. Nicole will es nicht nennen und Miau auch nicht, aber Nickel finde ich ganz gut für unser Voldi. Ja, Nickel. Ja, der passt viel besser. Da hast du vollkommen recht. Okay, danke, komischer Typ. Dieses Viechchen daneben sieht ein bisschen aus wie Stitch. Sehr wohl! Alles klar. So, jetzt haben wir auf jeden Fall 4 Pokémon. Begib dich zum Raspberry-Bahnhof. Ja. Ladezeiten. I love it. Gut, der Zaubertausch hat ja anscheinend nicht funktioniert, weil hier keiner tauscht in diesem Gebiet. Deswegen gehen wir jetzt nach Westbury Bahnhof in Energy City oder wie das hieß. Momentchen mal, ihr beiden. Ist das wieder der Delion? Nein, irgendwelche alten Damen. Seid ihr etwa unsere Mütter? Man weiß es nicht so genau. Mom, was machst du denn hier? Als du Hopple von Delion geschenkt bekommen hast, dachte ich mir schon, dass du bald auf Reisen gehen würdest. Professor Magnolica hat uns verraten, dass ihr von hier aus den Zug nehmen wollt. Hier, das haben wir für eure lange Reise mitgebracht. Das sind Camping-Sets. Mit diesen Sets kannst du in Naturzonen und anderen Zonen dein Zelt aufschlagen und dort kochen. Toll. Mit euren Pokémon an eurer Seite müsst ihr keine Angst vor irgendetwas haben. Ach, danke, Mama, du bist die Allerbeste. Mach dir keine Sorgen um uns, Mama. Ich komme zwar nie wieder, aber bis denn. Tschüss. Danke für die Sets. Ab jetzt treffen wir bestimmt an jeder Ecke richtig starke Trainer und noch stärkere Pokémon. Ich habe das Gefühl, jetzt geht's richtig los. Komm, brechen wir auf, Dizzy. Wer als erstes im Zug ist, oder wer als letztes im Zug ist, ist ein Humpel des Voldi oder so. Eine Zugfahrt, die ist lustig, eine Zugfahrt, die ist schön, trallari. Oh, rund um Engine City erstreckt sich die Naturzone, wusstest du das? Ach, das ist die Naturzone, die man im Trailer gesehen hat. Guck mal, da streifen die krassesten Pokémon rum und man kann angeln und man kann zelten. Und es gibt keine Hierarchie und keiner, der dir sagt, was du machen sollst. Kannst du mal hinpinkeln, wie in Australien. Hä? Aber wir wollten doch noch eigentlich nach Engine City. Warum sind wir denn jetzt in den Naturzonenbahnhof? Oh, das tut mir leid, Junge. Eine Herde Wollis blockiert gerade die Gleise. Hier ist also leider erstmal Endstation. Was? Das kann doch nicht sein. Jetzt sind wir hier in der Naturzone. Wie meinst du das mit Glück im Unglück? Na, die Naturzone ist riesengroß. Da kann man die unterschiedlichsten Pokémon fangen. Du weißt, was das heißt, oder, Dizzy? Wir werden jetzt unser bestes Team aller Zeiten zusammenstellen. Tschüss, Dizzy. Ich lasse dich alleine. Ich finde immer noch cool diese Schrift von Pokémon irgendwie. So eine ganz eigene Schrift. Nanu, sag mal, kann es sein, dass du kürzlich mit einem bestimmten Evoli auf Reisen warst? Ja, das war ich. Ich wusste es. Du hast mit Evoli als Partner ein Let's Go-Abenteuer bestritten, oder? Das ist korrekt. Da eilt mir mein Ruhm wieder voraus. Ich hoffe, du nimmst auch dieses Evoli mit auf dein Abenteuer. Wir kriegen einfach ein Evoli! Wie cool ist das denn? Da hat sich das Let's Go-Evoli-Spielen endlich mal gelohnt. Ist das genauso OP wie meins in Let's Go? Es ist imstande, seinen Körper perfekt an die jeweilige Umgebung anzupassen. Tja, hätte ich das mal vorher gewusst, dass ich ein Evoli bekomme, dann hätte ich Nicole lieber zum Evoli gemacht. Wir können Jay zum Evoli machen, aber Evoli ist eigentlich ein zu krasses Pokémon für den Jay. Das Evoli, das ich dir gegeben habe, ist was ganz Besonderes. Versuch es mal zu deinem Exieren. Ach, das kann es auch, ja? Hä, dann haben wir... das Wolli da hinten. Das ist ja fantastisch. Hä, unser Team ist schon fast komplett. Das ist ja super dumm. Ich glaube, dann muss Sunquow irgendwann mal raus, wenn ich das hier so sehe. Viel zu viele gute Pokémon in diesem Spiel. Je weiter du in die Naturzone vordringst, desto stärker werden die Pokémon, denen du dort begegnest. Wenn du im Kampf Schwierigkeiten hast, dann benutze einfach eine Pokepuppe. Hier, bitte, 5 Pokepuppen. Das ist eine hübsche Puppe. Sie ermöglicht die Flucht im Kampf gegen wilde Pokémon. Egal wie stark ein Pokémon ist, wenn du bei der Arena-Challenge immer weitere Fortschritte machst und Orden sammelst, wirst du es irgendwann fangen können. Eine Pokepuppe? Kenne ich so auch noch nicht. Flüchtet man denn direkt aus dem Kampf oder was, wenn man das einsetzt? Okay, höchst interessant. Haben wir hier noch. Wohin möchtest du mit dem Zug fahren? Nirgendwohin. Dann schauen wir uns doch einfach mal die Naturzone an. Oh. Lol, das Gebäude da hinten hat einfach eine Krone auf. Sieht schon imposant aus, muss ich sagen. Und dass das auch alles so ein Weg ist, ich finde das ganz nett. Egal, was die Leute sagen, ich finde dieses Pokémon sieht ganz, ganz gut aus. So, hi, du bist erstmal der Letzte. Die Letzte, sorry, du Trap. Soll ich deine Pokémon wieder fit machen? Nein, danke. So, hopp, dann sag mal an, was ist der Plan? Schau mal.
Meinst du dieses glitzernde Ding da hinten? Kannst du die Stadt da hinten sehen? Das ist Engine City! Yeah, yeah. Hey, das ist ja Sania! Hallo, Sania. Meine Oma hat mir vorhin ziemlich die Meinung gegeigt. Nimm dir ein Beispiel an den beiden, hat sie gesagt. Voller Tatendrang gehen sie auf Reisen. Und was stellst du mit deinem Leben an? Wow, ganz schön strenge Mutter. Oma hast du da. Ja, das stimmt, aber das ist mein Problem. Und dieses Pokémon, das euch im Wald begegnet ist, das geht mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Vielleicht sieht mich Oma ja in einem anderen Licht, wenn ich etwas herausfinde. Ach ja, als Erwachsener hat man es echt nicht leicht. Ach so, naja, ich gras jetzt erstmal diese rot leuchtenden Pokémon-Nester ab und kämpfe gegen ein paar Dynamax-Pokémon. Ein weiteres Kapitel in der Legende von Hopp beginnt. Und da läuft er schon wieder weg. Er läuft einfach immer weg. Ach, dieser Hopp. Weiß er wohl, dass Dynamax-Pokémon extrem stark sind? Dieses rote Licht, die du da siehst. Da halten sich, by the way, Dynamax-Pokémon auf. Aber bevor du da hingehst, solltest du dir sicher sein, dass du auch wirklich bereit bist. Und hier noch ein Geschenk für dich. Eine Pokémon-Box. Diese ermöglicht jederzeit Zugriff auf die PC-Boxen im Pokémon-Center, um Pokémon abzulegen oder ins Team aufzunehmen. Das ist ja sehr gut. Wieso kann ich das nicht über mein Handy machen? Schnapp dir so viele Pokémon, wie du nur kannst und fülle dein Pokédex. Aber jetzt auf in die Naturzone mit dir, die ich Abenteuer ruft. Hübsch, hübsch, muss man schon sagen. Also ich finde es hübsch. Diese roten Dinger überall nerven vielleicht ein bisschen. Die machen dieses Ästhetische wieder ein bisschen wett. Aber ist auch in Ordnung. Mäh, die Wonnewiesen. Neue Pokémon! Hallo kleine süße Pokémon, was seid ihr denn für welche? Kennt man euch schon? Eine Eistüte. Das ist Gelatini. Gelatini! Auf jeden Fall. Es hagelt. Wegen dem Gelatini oder allgemein? Wahrscheinlich wegen dem Gelatini. Okay, gegen Eis ist wahrscheinlich... Warte, ist Eis gut gegen Wasser? Bin mir gar nicht so sicher. Wir setzen erstmal einen Klaps ein. Chapau. Wow, was ein Damage. Verhöhner. Los, komm doch, komm doch. Ah, du machst mich wütend? Alles klar. Hä? LOL! Warte, hat er sich gerade geheilt wegen dem Eis? Das ist wirklich eine Eistüte. Oh Mann, jetzt krieg ich Hunger. Okay, Gelatini. Mir egal, was du machst. Die haben auch echt keine Ideen mehr. Jetzt machen sie sogar eine Eistüte. Hallo, ich kriege voll den Schaden durch diesen blöden Hagel. Ja, der heilt sich tatsächlich. Das ist ja höchst interessant. Ich frage mich halt, ob das jetzt wirklich nur hagelt, weil das Gelatini hier ist, oder ob das in der Naturzone an sich hagelt. Er macht sich vor allem immer stärker. Das ist wohl das Saftkorn der Schwert- und Schildgeneration. Wenn ich das hier gerade so sehe. No, aber das ist ja gar kein Problem. Wir fangen das einfach einmal und dann kann es mich mal mit seinem komischen Eishagel. Wah, Pokémon los! Flieg und Sieg! Lamm, Lamm. Und ein drittes Mal bitte. Dankeschön. Tja, Gelatini, du gehörst jetzt mir. Oder Gelatini? Ich finde den Namen eigentlich schon ganz cool. Gelatini. Will ich sowieso nicht im Team haben, dann können wir gleich mal unsere Pokebox ausprobieren. Aber erstmal Gelatini, ein Neuschnee-Pokémon von Typ Eis. Größe 40 cm, Gewicht 5,7 Kilo. Holy shit, hat schon viel Masse. Gelatini kann nicht an warmen Orten leben, es erzeugt Schnee, in denen es kalte Luft ausatmet und vergräbt sich dann darin, um zu schlafen. So, aber Gelatini will ich gar nicht haben, deswegen... Deswegen packen wir den jetzt in eine Box. So, unsere Box wird immer voller. Ich werde doch von jedem Pokémon nur... Achso, das ist auch eine Regel. Wenn ein Pokémon natürlich hier von meinen Haupt-Pokémon stirbt, dann darf ich natürlich dasselbe Pokémon nicht nochmal fangen. Also so viel Nuzlocke dann schon, aber nicht so viel. Das ist ein Plusel! Oh mein Gott, ich brauche auf jeden Fall einen Plusel. Hallo? Du bist gar kein Plusel. Das ist ein Fake-Plusel. Was bist du denn für ein komisches Viech? Das sah eben locker so komisch rot aus. Ich habe mich voll gefreut. Und es hagelt tatsächlich in der ganzen Ebene hier. Oh, anscheinend. Aber ich glaube, der müsste dann auch davon Schaden bekommen. Der mit seiner komischen Lebensschelle. Mir doch egal, ich bin ein Wasser-Pokémon. Das ist überhaupt nicht effektiv. Okay, wir werden aber von den Hagelkörnern getroffen. Aber er wohl auch, ja. Bitte stirb nicht. Ich will dich nämlich fangen. Ich fange erstmal grundsätzlich jedes Pokémon, sobald ich es noch nicht hatte. Das ist ja ganz klar. Da wird mein Sammeltrieb wieder befriedigt. Hi. Easy game. Woo. Haben wir auch ein komisches Goppel. Und dieses da ist ein Baugräber-Pokémon von Typ Normal. Mit den Ohren schaufelt es Löcher. Es braucht nur eine Nacht, um einen 10 Meter tiefen Bau zu graben. Das ist wirklich ziemlich schnell. Und ich habe so langsam das Gefühl, wir sollten schleunigst ein sechstes Pokémon uns holen, das ich auch haben will. Also sonst müsste ich hier immer wieder in die Box gehen und diese blöden Pokémon, die ich gar nicht haben will, hier wieder hinpacken. Ich frag mich auch, wie viele Pokémon es hier insgesamt gibt in dem Spiel. Es kommen jetzt auch einige neue dazu durch dieses... Okay.
Wieso laufen die nicht daher? Durch diese zwei DLCs waren das, glaube ich. Und da sollen alte Pokémon auf jeden Fall wieder dazukommen. Aber ich würde jetzt mal fragen, wie viel da jetzt gerade sind. Rabautz, das kenne ich auch noch aus älteren Spielen. Level 10 sogar, okay. Auf jeden Fall eine Aquaknarre. Eine Aquaknarre. Hä? Aquaknarre war das Schwächere, ne? Aquawelle wäre besser gewesen. Okay, wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass hier keiner stirbt. Aua. Das passt schon. Ja, wenn ihr wisst, wie viele Pokémon es insgesamt geht in diesem Spiel, dann könnt ihr das auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Sein Angriff ging daneben, das ist sehr nett. Aber dieser blöde Hagel, ey, der ist schon echt nervig. Aber cool, dass es sowas gibt. Dass in der Naturzone es halt hagelt und das dann auch Auswirkungen hat auf den Kampf. Fangen wir natürlich auch wieder. Ich glaube, so läuft das jetzt am Anfang die ganze Zeit. Pokémon finden, bis ins Rote bekämpfen und dann fangen. Aber zum Glück geht es nur einmal. Ich finde aber gut, dass man tatsächlich auch levelt, wenn man die Pokémon nur fängt. Ich glaube, das war früher nicht so, gell? So, was haben wir hier? Ein Rabautz. Ein Racker-Pokémon. Immer diese kleine Racker. Nummer 107, by the way. Also es gibt mindestens 107 Pokémon. Es strotzt vor Energie, um stärker zu werden, fordert es seine Gegner immer wieder heraus. Auch wenn es schon mehrmals verloren hat. Wie ein echter Saiyajin. Aber wie es mich gerade verfolgt hat. Richtig gruselig. Okay, alles klar. Ja, ich habe so gar keine Ahnung, was ich hier machen soll. Das ist auf jeden Fall die Weiterentwicklung von diesen komischen Hasen-Pokémon. Ich finde eine Notiz. In der Naturzone kannst du über den rechten Stick die Kamera bewegen. Drückst du den rechten Stick, kannst du dein Blickfeld erweitern. Drücke die Taste L. Dann schaust du geradeaus. Blub, geradeaus. Alter, wie geil. Alles klar. Sonst geht's dir gut? Hallo? Willst du nicht mit mir kämpfen? Bist du ein bisschen zu krass oder was? Wieso? Der hat Hände als Ohren. Hallo, wollen wir kämpfen? Willst du kämpfen oder willst du... Ich bin mir nicht sicher. Scheint sehr chillig zu sein. Wie auch einfach seine Pfoten in seinem Bauch hält. Wie ein echter Bayer das nun mal so macht. Wie ein echter Bayer das so macht. So, ich habe... Oh, Level 15, Leute. Ich habe Angst, dass er mich tötet. Ich werde mich auf jeden Fall einmal heilen. Aus Sicherheit. Hätte ich vielleicht außerhalb des Kampfes machen sollen? Ja, gebe ich euch recht. Das kommt noch, Leute. Mit der Zeit werde ich auch sowas verstehen. Lehmschuss. Das ist mir sowas von egal. Vor allem, wenn du verfehlst, du Noobinoob. Aber krass, dass das Krabbit schon Level 15 ist. Aber da muss ich meinen Hasen zumindest nicht selber trainieren, um es weiterzuentwickeln, sondern habe ich es hier gleich so schon. Oh, guck mal, der macht sogar richtig viel Damage. Heftiger Kack. So, aber was machst du gegen meine Aquawelle, hä? Gar nichts, weil das ist sehr effektiv, haha. So, Leute, meint ihr, mit einer Aquaknarre töte ich das? Ich glaube nämlich schon, deswegen setze ich nur einen Klaps ein. Bitte töte mich nicht, Alter! Okay, der macht so viel Damage. Und Klaps macht gar kein Damage. Okay, wir sind auf jeden Fall tot, wenn der Pokéball den jetzt nicht fängt. Deswegen lieber nochmal heilen, sonst ist mein Vampirion gleich tot. Und Beleber sind zu teuer, die hier einzusetzen. Au. Bin wahrscheinlich trotzdem tot, wenn das jetzt... Wenn ich ihn jetzt nicht fange, ist mein Ding locker tot. Okay, komm. Wir setzen einfach mal einen Pokéball ein und hoffen das Beste. Ist vielleicht auch nicht die beste Idee, gleich mit einer entwickelten Form hier zu kämpfen. Oh mein Gott, bitte mach keine Lehmschelle. Konzentration. Das macht ja wohl hoffentlich, dass er sich nur heilt. Er schärft seine Sinne. Jetzt ist er im roten Bereich. Jetzt sollte es auf jeden Fall einfacher sein, ihn zu fangen. Er schärft seine Sinne. Locker ist sein nächster Angriff einfach viel stärker. Wollen wir einfach mal unseren einzigen Superball einsetzen? Ich habe Angst, dass mein Mammion stirbt. Ja, komm, Superball. Superball, go! Das muss ja wohl lang. Das ist locker auch schwerer, den jetzt zu fangen, weil er eben ein höheres Level hat als meine Pokémon. Okay, es hat aber funktioniert. Mit dem Superball dann doch. 500 XP! Viel zu viel! Viel zu viel! Oh mein Gott, alle Level ein Level up hier. Wow! Furienschlag will er lernen. Macht das denn Damage? Ja. Dann nimm doch hier den Silberblick weg. Ich mag Silberblick sowieso nicht, diese ganzen komischen Attacken hier. So, und das Krabbit ist natürlich auch ein Baugräber-Pokémon von Typ Boden. Wiegt einfach 42 Kilo. Ist ja genauso schwer wie ich. Naja, nicht ganz. Ich wiege nur 39. seine Stärke gleicht der eines Baggers. Sodass es sich durch harte Gesteinsschichten graben kann. Es leistet großartige Arbeit bei Tunnelbau. Ah ja, die nutzen also Krabbits statt Baggern. Einfach, weil die es können. Okay, cool. Habe ich das gerade richtig gesehen, dass das Krabbit 2... Ist das ein Zwitter gewesen? Habe ich das gerade richtig gesehen? Nein, okay, es ist weiblich. Nur im Pokédex selber steht es wohl als männlich und weiblich drin. Weil es anscheinend auch Pokémon gibt, die nur männlich oder weiblich sein können. So, aber ein weiteres Pokémon wurde gefangen. Ich finde übrigens schön, dass links da immer angezeigt wird, was ich so für tolle Sachen mache.
Wir können ja, by the way, nochmal hier einen Zaubertausch starten. Weil wir sind ja jetzt erstmal eine Weile hier in der Zone drin. Einfach mal nochmal unser Mikro hier probieren. Jo. So, dann läuft das zumindest im Hintergrund. Und, bist du irgendwas? Was bist du? In der Naturzone findet man viele Pokémon-Nester, aus denen eine Lichtsäule in den Himmel aufsteigt. Wenn du ein Nest untersuchst, kannst du entweder allein oder mit drei anderen Trainern gegen das Dynamax-Pokémon, das sich darin verbirgt, antreten. Das ist also wie bei Pokémon Go, diese Weight-Kämpfe, ja? Du hältst 50 Watt. Was bringt mir denn Watt? Da ist also kein Dynamax-Pokémon drin. Okay, das muss ich erstmal noch verstehen. Und dann kann man mit anderen Leuten aus dem Internet spielen, oder was? Gegen diese Dynamax-Leute. Die Dinger hier hatten wir alle schon. Juckt uns also nicht. Und diese Viecher da sehen immer noch, diese Hüpfdinger. Sehen wirklich aus wie Plusels. Das finde ich ein bisschen komisch. So, aber hier, der Rest interessiert mich nicht. Ich klapper hier jetzt die ganzen Nester nochmal ab. Da im Wasser war übrigens auch eben noch eins. 300 Watt, Leute. Da ist sogar ein Dynamax. Oh, sind sogar wirklich Dynawaits. Wenn du ein Dynamax-Pokémon besiegt, hast du die Möglichkeit, es zu fangen. Außerdem kann es sein, dass du seltene Items ergatterst, die du sonst nirgendwo findest. Wilde Dynamax-Pokémon sind unvorstellbar stark. Mitunter feuern sie mehrere Attacken in Folge ab oder greifen zu anderen ungewöhnlichen Maßnahmen. Wenn du gegen solche Pokémon bestehen willst, liegt der Schlüssel zum Erfolg in der Zusammenarbeit mit den anderen drei Trainern. Uff, das kann jetzt aber... Das ist nur ein kleines Feen-Pokémon da drin. Das schaffe ich wahrscheinlich auch alleine, aber einfach nur, um es mal zu sehen. Niederlage bei 4-mal kampfunfähig gewordenen Pokémon, oder? Nach 10 gekämpften Runden. Ich suche mal Mitspieler, mal gucken, ob hier irgendjemand gegen so ein kleines Feen-Pokémon kämpfen will. Ist bestimmt sehr tückisch. Man denkt, das ist ein kleines Mini-Feen-Pokémon, aber es ist natürlich ein Dynamax-Pokémon. Das heißt, das vergrößert sich gleich locker. Weiß ja nicht, ob man das alleine schaffen kann mit so einem Level, keine Ahnung, Level 14? Memeon? Tja, scheinbar will hier keiner. Dann bin ich einfach mal bereit. Und beginn den Kampf? Oh Gott. Ah, du hast nicht genug Mitspieler. Den Kampf werden zur Unterstützung weitere Trainer beitreten. Wer wird da jetzt KI hinzugefügt oder was ist los? Okay, das ist ein sehr großer Spermklumpen oder so. Hokumil. Ein Hokumil. Dynamax Jack. Und wir haben jetzt 10 Runden Zeit, das Viech zu besiegen. Nur einfach mal eine Aquawelle, ne, auf Hokumi. Und wir haben jetzt anscheinend 3 Random-Leute hier bekommen, die mit uns kämpfen. Weil im Internet hat gerade keiner Bock, wie es aussieht. Ja, und jetzt läuft das einfach so wie bei Pokémon Go, nicht wahr? Nur halt mit echten Runden und Attacken. Ich weiß gar nicht, wie das beim Pokémon Go ist. Ich glaube, da tippelt man trotzdem die ganze Zeit nur auf dem Bildschirm, oder? Ach du Scheiße! Das Pixie ist fast tot. Hat er jetzt nur ein Pokémon angegriffen? Hoffentlich. Das wäre ganz nett, wenn er nicht meins angreift. Ja, komm, dann einfach nochmal eine Aquawelle. Das Pixie ist gleich tot, aber juckt ja keinen. Ja, den kriegen wir ja locker easy tot. Aquawelle, jetzt bin ich dran. Alter, Kia, meine Aquawelle macht einfach den meisten Damage von allen. Sieht aber schon heftig aus. Die haben einfach nur ein Pokémon genommen und viel größer gemacht, aber... Oh nein, mein Memeon. Nein! Oh mein Gott! Aber es wirkt auf jeden Fall. Es sieht sehr krass aus. Oh, der kann heilen, das Pixie. Wieso heilst du mich? Doch, er heilt mich sogar. Oh, wie nett ist er denn? Danke. Ach, der hat sogar alle geheilt. Also so ein Pokémon ist in so einem Dynamax-Kampf natürlich mega gut. So, los, macht es fertig. Bevor irgendwas passiert. Wehe, ich sterbe. Hier, eine Aquawelle sollte auf jeden Fall auslangen. Wenn wir angreifen können... Mach doch kein Spotlight, das bringt doch nichts. Du musst ihm Schaden machen. Metallklaue war, glaube ich... Oh mein Gott, hoffentlich darf ich noch einmal angreifen. Bitte lass mich einmal angreifen. Ja, okay, damit haben wir das Hokumi auf jeden Fall besiegt. Geil. Da verbrennt es. Hokumi ist geschwächt. Das ist die Chance, einen Fangversuch zu starten. Okay, fang es mit einem Pokéball. Wow, Dynamaxiere diese Kraft in den Pokéball hinein. Lol. Er macht den Pokéball einfach riesengroß. Und jetzt saugen wir dich ein. Bam. Mach einfach alles größer und es wirkt cooler. Funktioniert jedes Mal. Und, haben wir es? Ja, wir sind die allerbesten. Ist ja gemeingefährlich, diese Dynamax-Version hier. Auch von Pokéball. Stell dir vor, da ist irgendwie ein Pokémon unter oder ein Mensch. Jeder wird einfach sterben. EP-Bonbon XS. Oh, es gibt EP-Bonbons. Alles klar, Dynamax-Bonbons. Keine Ahnung, was das alles macht. Und eine Knuddler-Attacke haben wir auch einfach bekommen. Nice. Ein Hokumil. Ein Sahne-Pokémon. Sahne, in Anführungszeichen. Okay, sein Körper besteht aus Sahne
Es entstand aus einer Ansammlung süßer Geruchspartikel in der Luft. Finde ich aber tatsächlich ganz süß. Und sorry, aber bei Sahne muss ich immer gleich an Lacey denken. Deswegen nennen wir es Lacey. Und der ist zerlischt. Es ist zerlischt. So, dann packen wir noch einmal kurz Rabauz raus und packen dafür Lacey hinein. Das ist sogar Level 17 einfach. Das ist mein krassestes Pokémon. Heftig und auch süß, tatsächlich. Also diese Dynamax-Kämpfe sind auf jeden Fall krasser, als man denkt. Die könnte man hier jetzt alle abklappern, aber die sind natürlich nicht sehr förderlich für die Story, möchte ich meinen. Wir haben hier noch irgend so ein Jack. Ich weiß seinen Namen nicht, aber wir haben's. Na komm, holen wir uns das auch nochmal ganz kurz. Ein Keifel, natürlich. Der hat auch noch eine Vorentwicklung, das weiß ich. Hey boy! Süß, knuffig. Level 33, ja moin. Alles klar, ich bin dann mal weg. Ein Glück hat Evoli Angsthase. Ich kämpfe doch nicht gegen Level 33 Zeug hier. What the fuck? Okay, also es gibt hier auch sehr starke Pokémon. Ich werde nicht mehr gegen Pokémon antreten, die hier eine Weiterentwicklung sind. Auf keinsten. Die sind ja alle viel zu heftig. Ja, ein Vogel-Pokémon. Hallo, hallo. Ja, bitte komm einmal her, du Taube. Ein Taubsi. Ich meine natürlich ein Dusselgor. Dussel, Dussel! Dusselkur! Dusselkur! Das ist ja jetzt wohl nicht so ein krasses Level. Okay, Level 8, damit komme ich zurecht. Hier, nehme meinen Ruckzuckhieb. Ach, Evoli ist auch süß, Mann. Evoli ist so knuffig. Aber so ein Level 8 Dusselgor sollte man ja wohl auch einfach so fangen können, oder? Komm, Pokéball, Flieg und Sieg! Uno. Dos. Tres. Et voilà, you got it. Ein Dusselgor. So, die Sache ist, ich weiß nicht, wie viele Vogel-Pokémon es in diesem Spiel gibt. Und der Exandros wollte gerne ein Vogel-Pokémon sein. Und das ist jetzt schon unser drittes Vogel-Pokémon, das wir gefangen haben. Aber ich möchte Dusselgor, obwohl das jetzt zu Exandros passen würde, nicht haben. Es ist ein Täubchen-Pokémon, deswegen werde ich es dem auch keinen Namen geben. Es taucht dort auf, wo Menschen leben. Beim Füttern muss man vorsichtig sein, da sich sonst schnell hunderte von ihnen versammeln können. Und wenn man ihnen Brotkrümeln gibt, dann explodieren sie auch gerne mal. Deswegen ab in die Box mit dir. Ich will dich nur zu meiner eigenen Belustigung haben. Was haben wir hier noch? Beeren. Es gibt so viel zu entdecken. Und noch eine Notiz. Die KP deiner Pokémon werden aufgefüllt, wenn du im Camp für sie kochst. Auch die AP, die sie benötigen, um Attacken aufzuführen, werden wiederhergestellt. Ja, selbst kampfunfähige Pokémon werden mit einem leckeren Curry wieder munter. Also rüttle fleißig an Beerenbäumen und sammle ganz viele Beeren. Okay, rüttel, 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 rüttel. Ja, ich möchte bitte einmal schütteln an dem Baumstamm. Oh ja, oh, 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 geil. Dann schütteln wir noch ein bisschen weiter und noch ein bisschen mehr. Ja, wieso fragt er überhaupt? Mach doch einfach permanent. Ach, da kann auch Pokémon runterfallen. Okay. Ein Raffel war da drauf. Kein Problem für Evoli. Die EP nehmen wir natürlich easy peasy mit. Au. Das ist Raffel tot. Tja, sorry Raffel, dass ich dich da von deinem Baum runtergeschleudert habe. Aber was sein muss, muss sein. Pokémon in der Nähe haben alle herumliegenden Arena-Bären... Ne, Arena-Bären stibitzt. Lol. Jetzt haben wir nur zwei Bären bekommen statt fünf, weil ich zu lange gerüttelt habe. Ein Onix! Ja, moin. Das ist so cool, dass sie hier alles rumlaufen. Ich finde das mega cool. Die großen Pokémon, die in der Natur herumstreuen, sind äußerst stark. Wenn du im Kampf feststellst, dass du nicht gewinnen kannst, dann nimm rasch die Beine in die Hand und versuche zu fliehen. Ja, hallo, aber ein Onix? Auf jeden, Boy. Digga, sorry, aber so ein Onix? Wehe, das ist jetzt auch Level 30 oder so. Oh mein Gott, ich habe so Angst. Wow, es wirkt extrem stark. Toll, das sind gute Aussichten. Es hagelt. Ach, Level 26. Scheiße. Ah, die Sache ist, wenn ich es jetzt angreife... Der macht bestimmt irgendeine böse Attacke. Wenn mein Memeon dann stirbt... Ich kann es dann wiederbeleben, ja, aber dann muss ich ein anderes Pokémon dafür opfern. Wir könnten Sonquow opfern und dann flüchten. Aber Sonko ist eigentlich auch ganz cool. Ich möchte kein Pokémon verlieren. Nee, wir flüchten lieber, das ist mir zu heikel. Flucht gescheitelt! Gescheitelt, Steinhagel. Omfk. Okay, Sonko, wir werden dich jetzt opfern. Aber, Moment. Funktioniert das überhaupt? Oh mein Gott, okay, also wir müssen jetzt erstmal Memeon auf jeden Fall wiederbeleben. Das ist schon mal klar. So, Memeon ist wiederbelebt. Oh
Sonic 6... Wieso kann der Feuer-Odem? RIP Sonquo. Sonquo, hast du überlebt? Oh, Sonquo, du bist mein Mann, du bist mein Mann, du bist mein Mann, du bist mein Mann. You are my man, boy. You are my man. Okay, wir setzen so eine komische Puppe ein, weil dadurch ist er wohl garantiert, dass man flüchtet, oder? Komm, wir setzen eine Pokémon-Puppe ein. Und bye-bye, komisches Onix. Okay, also da habt ihr jetzt auch mal gesehen, wie meine Nuzlocke-Challenge quasi drauf ist. Das ist ja so heftig, dass das einfach überlebt hat, das Sonquo. Und damit haben wir immer noch alle Pokémon, die wir von Anfang an hatten. Aber das ist sehr gut. Wir haben zwar einen Beleber verloren, aber wenigstens kein Pokémon. Ich hätte Sonquo zwar geopfert, aber sehr unfreiwillig, möchte ich dazu sagen. Okay, also ich werde erstmal nicht mehr gegen komische Pokémon kämpfen. Wir konnten einfach nicht flüchten. Okay, und mit diesem krassen Ende, wo wir fast gestorben wären, würde ich sagen, holen wir nochmal kurz diese Watt hier ab. Könnt ihr mir übrigens auch mal sagen, was das bringt? Und dann muss ich mal in der nächsten Folge gucken, wie das hier weitergeht. Ob ich überhaupt in dieser Zone noch drin bleiben will, weil hier scheint es ja doch krassere Pokémon zu geben, als man denkt. Ja, das kann ich doch ja wohl mitnehmen, oder? Ein Sonnenflora oder so heißt das? Roselia, nee, Sonflora war nochmal was ganz anderes. Sonflora war sogar, glaube ich, aus der ersten Edition, keine Ahnung. So, da scheint ihr... Okay, Level 15. Ich bin Elektro, der ist Pflanze, also sollte der nichts Krasses haben, glaube ich. Ja, komm, einfach mal ein Biss. Nickel, mach einfach... Oh, Megasauger, das zieht natürlich jede Menge ab. Das ist ja super geil, dass der so viel abzieht. Das gefällt mir richtig gut. Hä, okay, diese Zone ist mir einfach viel zu... Die ist wirklich... Ohne Witz, viel zu krass. Fuck Siri, du bist dran. Nickel, du bist leider noch zu schwach für alles hier. Oh nö, ey. Ich kann hier einfach gar nichts machen. Hör doch auf mit dem Megasauger. Autsch. Toll, es stirbt einfach alles und er heilt sich halt auch. Alles klar, bye bye. Ein Glück hat Fuck Siri auch Angsthase. Ich kann einfach gegen nichts kämpfen hier. Das ist ja so lächerlich. OMG. Ach, das ist für Dynamaxieren hier, dieses Watt, glaube ich. Also, dass ich meine eigenen Pokémon Dynamaxieren kann. Da liegt ein Pokéball, das sehe ich doch ganz genau. Eine Kehrschelle. So, okay, keine Ahnung, wie ich meine Pokémon verbessern soll, so rein technisch. Aber das war's dann erstmal mit dieser Folge. ja, wenn ihr Spaß hattet, dann... Wieso leuchtet das so krass? Dann guckt auch beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wird's das leuchtet, Leute, das Pokémon. Das muss ich mir dann jetzt doch nochmal angucken. Warum leuchtest du? Bist du etwa ein Shiny? Okay, hat anscheinend keinen Grund, aber es hat geleuchtet. Das habt ihr doch auch gesehen, oder? Das wäre aber auch krass, wenn man außerhalb des Kampfes wissen könnte, dass es einfach ein Shiny-Pokémon wäre oder sowas. Das wäre jetzt aber nochmal ein krasses Ende gewesen. So ein cooles Shiny-Pokémon. Naja, okay. Leider kein Shiny-Pokémon. Dann kriegst du ja nochmal einen Klaps, weil du kein Shiny-Pokémon bist. Hier, der Erziehungsschelle. Warum bist du kein Shiny-Pokémon, hä? Ich hoffe, es war keins. Aber das sollte schon irgendwie visuell angezeigt werden, oder? Können wir bitte Level 15 werden? Nein, okay. Okay, aber das musste ich nochmal... Ah, wir haben Watt dafür bekommen. Deswegen hat es so geleuchtet. Okay, also dieses Watt, das musste ich noch irgendwie irgendwann mal raffen. Gut, aber das war's jetzt wirklich mit dieser Folge. Ich glaube, die ging schon wieder viel zu lange. Deswegen danke fürs Zuschauen, Leute. Wenn euch hat gefallen, lasst ein Like da. Und dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir verlieren keine Pokémon mehr. Bis wir sie überhaupt und so. Tschüss.